Hallo liebe Freunde des gepflegten Motorradzubehörs und willkommen zu einer neuen Folge Daniel Explains bei Hepco und Becker und mit einem Bike-Special und zwar der Honda CB 750 Hornet 2023er Modell. Und hier haben wir jede Menge Sachen entwickelt. Schaut es euch also an und bleibt dran. Bis gleich. Ja, wir bei Hepco und Becker sind natürlich Spezialisten in Sachen Gepäck und Schutz für euer Motorrad. Und natürlich haben wir uns die CB 750 Hornet, quasi die Neuauflage der alten Hornet, zur Brust genommen. Denn dieses Fahrzeug werden wir wahrscheinlich sehr, sehr gut beliefern können. Denn die Zulassungszahlen werden, denke ich, auch sehr hoch sein. Und im Bereich Gepäck bieten wir für dieses Fahrzeug quasi unser komplettes Portfolio an. Hier haben wir jetzt einmal verbaut unseren Kofferträger. Das heißt, dieser Kofferträger wird fest verschraubt und ist quasi gemacht, um alle unsere Hartschalenkoffer zu befestigen, sei es Alu- oder Kunststoffkoffer, wie zum Beispiel unseren Junior Flash hier mit der schwarzen Blende. Sieht an dem Fahrzeug klasse aus. Das ist jetzt die 30 Liter Variante. Es gäbe aber auch noch eine größere Variante für mehr Volumen. So, ran und abgeschlossen. Natürlich für links und rechts. Das heißt, da habt ihr schon ziemlich viel generiert. Möchtet ihr aber noch im Heck was mitnehmen, bieten wir natürlich auch noch Heckgepäcklösungen. Hier einmal jetzt unser Easy Rack mit dem einklappbaren Bügel. Dieser Bügel kennt ihr, den brauchen wir, um unsere Top Cases zu befestigen, wie zum Beispiel, um in der Serie zu bleiben, das Junior TC40. Wird hier einmal aufgeschoben, abgeschlossen und ist somit fest am Fahrzeug und wir haben noch mal mehr Volumen generiert. Das heißt, da könnt ihr wirklich wochenlang auf Tour gehen. Hier passen aber auch natürlich alle unsere Hartschalen-Top-Cases drauf. Wenn das Easy-Rack nicht das ist, was ihr sucht, haben wir natürlich auch noch unser Alu-Rack. Vom Aufbau identisch, nur das Oberteil, der Adapter, der ist eben anders, der ist ein bisschen breiter. Und dieser Bügel, der stehende, der ist eben fest verschraubt und nicht optional einklappbar. Kann man also auch hier befestigen. Falls ihr lieber Softtaschen befestigen möchtet am Heck, dann haben wir unser Mini-Rack. Auch hier wieder Adapterbügel baugleich. Aufbauteil, diese schön beschichtete Aluplatte, die kommt drauf. Hier kann man schon universell Gepäck befestigen oder auch die Systemlösung von uns nutzen mit unserem Lock-It-System. Mit dem Lock-It-System bekommen wir in Sekundenschnelle unsere Taschen angebracht und können sie auch wieder entfernen. Und falls ihr euch unter Lock-It nichts vorstellen könnt, haben wir natürlich unser Lock-It-System auch für den Tank. Denn für unsere Tankrucksäcke bieten wir dieses System natürlich auch an. Machen wir einmal den Royster Daypack in Grau ab, der passt ja sehr gut zu dem Fahrzeug. Das heißt, hier wird einfach auf den Tankstutzen unser Lock-It-Adapter montiert, aufgeschraubt. Wir liefern natürlich alles mit im Lieferumfang zur Montage, ganz, ganz easy. Und wir haben den Gegenhalter hier schon mal an der Royster befestigt und kommen wir in die Nähe der Magnete, macht's klack und der Tankrucksack ist fest. Wie gesagt, das gleiche gilt eben auch als Systemlösung für unser Mini-Rack für den Heckbereich. Und wo gilt das Lock-It-System noch? Für unser Sportrack, denn bei allen Bikes, so wie hier jetzt auch, wo wir eine getrennte Sitzbank haben, bieten wir, oder bei fast allen Bikes, unser Sportrack an. Auch wieder eine pulverbeschichtete Aluplatte, die quasi dieselben Adapterpunkte annimmt wie der Soziositz. Das heißt, mit Fahrzeugschlüssel, Soziositz ab, unser Sportrack drauf und auch hier kann man wieder universell Taschen befestigen oder eben unser Lock-It-System nutzen, was ich sehr, sehr empfehle. So viel zum Thema Gepäck. Nein, eine Sache haben wir vergessen, denn ihr kennt ihn bestimmt auch, den Cibo-Träger. Wird bestimmt irgendwo eingeblendet. Carina, machst du das? Ja, sie macht das. Da ist er. Und hier bekommen wir alle unsere Softtaschen dran oder auch zwei Hartschalenkoffer, die wir im Programm haben. Checkt die mal aus bei uns auf der Seite. Da bekommen wir natürlich, wie gesagt, auch nochmal dezenter das Gepäck verpackt, wenn es nicht so viel Volumen sein muss. Nun zum Thema Schutz. Da bieten wir auch nochmal jede Menge. Hier haben wir jetzt einmal unseren schwarzpulverbeschichteten Motorschutzbügel. Wir haben noch eine Solid-Variante, die nochmal einen Anschraubpunkt mehr hat, nochmal ein bisschen versteifter ist, die vor allen Dingen zu empfehlen für Leute, die, sagen wir mal, gerne das Fahrzeug mal umfallen lassen oder auch für Fahrschulen. Fahrschulen, denkt das Fahrzeug hier, wird auch bei Fahrschulen sehr, sehr oft genutzt werden und da bieten wir auch unser komplettes Portfolio an. Einmal den Motorschutzbügel, wie gesagt, als normale Variante oder als Solid-Variante. Und wir haben auch noch einen Frontschutzbügel und einen Heckschutzbügel. So sind quasi Umfaller abgefedert und so manche Kupplungs- und Bremshebel geschützt. Die muss man dann nicht mehr austauschen. Ja, also wie gesagt, für Fahrschulen sehr zu empfehlen. Des Weiteren bieten wir noch für das Fahrzeug, für den sicheren Stand, unsere Seitenständeplatte oder Verbreiterung an. Die verdoppelt quasi die Auflage unserer Seitenständes oder des Seitenständes original von Honda. Somit hat man eben auch auf nicht so befestigten Grund
einen sicheren Stand und die Maschine taucht nicht irgendwie ein und ab. Eine Sache haben wir noch vergessen, denn wir haben hier noch unsere Sozius-Fußrastenverlegung. Die Sozius-Fußraste in der Originalposition ist sehr weit oben, sodass wir, wenn wir Gepäck dranhängen, sei es unseren Cibo oder unseren Kofferträger, die Sozius-Tauglichkeit arg eingeschränkt ist. Also wenn ihr nicht allein unterwegs seid und auf diesem Bike hier zu zweit unterwegs sein wollt, dann auf jeden Fall noch die Sozius-Fußrastenverlegung. Die lässt quasi die Sozius-Fußraste nochmal um ein paar Zentimeter nach vorne und nach unten wandern. So hat dann die Sozia oder der Sozius genug Platz, sein Füßlein hier abzulegen. Aber jetzt haben wir, glaube ich, alles. Und wie gesagt, für weitere Informationen geht auf unsere Webseite hepco-becker.de. Abonniert gerne den Kanal und hinterlässt mir ein Like für dieses Video. Und ich würde mich freuen, euch nächstes Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, allzeit gute Fahrt. Euer Daniel. Ciao.